Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir zusammen mit German Kastrup und Gerling 68, ja 68, zusammen im Zug. Das Ganze auf der Karte Kloster. Sorry. Also unser Team ist, denke ich, etwas besser aufgestellt wie das Gegnerteam, aber das hat ja manchmal nichts zu heißen. Schauen wir mal, was wir machen können. Da fährt schon mal der Erste. Ich dachte mir erst, ich kann hier ein bisschen was machen. Aber jetzt schießt hier schon der eigene Jagdpanzer. Die Su-76. Auf ihre Verbündete. Also habe ich mir gesagt, okay, gehst unseren German Kastrup hier unterstützen. Die sind bloß zu zweit auf der Flanke. Und er versucht dort gleich erstmal ein OI quer zu fahren. First Blood. Das muss wehtun. Und er tut mir den Gefallen und bleibt stehen. Somit habe ich meinen ersten Kill. Meine ersten 216 Schaden. So, da stand aber noch ein Hetzer. So, Gerling ist jetzt auch gleich mitgekommen. So, und der Hetzer hatte unseren Gerling jetzt herausgenommen. Und unser German Kastrup hat sich natürlich bei ihm erstmal gerecht. Das sollte man nicht machen auf dem Hetzer, wenn man nicht ein bisschen Backup hat. Gute Kill für mich, 669 Schaden schon. Also wirklich ganz gute Runde schon für einen Hetzer. Was mit dem jetzt so nicht richtig lief, keine Ahnung. So, und da habe ich schon fast meine ganzen HP verloren.
So, dann haben wir uns den T67 auch noch gegönnt. Und jetzt gönnt sich natürlich die RT uns. Aber trotzdem 4 Kills, 1085 Schaden. Und es wird durchgekappt. Also, was will man mehr? Schöner Sieg. So, kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war auf Kloster 1. Klasse, Kämpfer, Wirkungsfeuer, Schläger und die Großkalibermedaille. 1085 Schaden gemacht, 235 ermöglicht, 4 Kills. Unser Charming Kastrup mit seinem Mata 38T hat auch 600 Schaden machen können. Unser Gerling 68 leider nur 0 mit seinem T28, ist da leider zuvor schon aufgegangen und leider schon geplatzt. 773 minus, weil ich halt Reparaturkit gebraucht habe. 5 Minuten 33 die Runde, insgesamt 5 Minuten 55. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.